Mut schafft Chancen, so das Motto, mit dem der FDP der Politikwechsel im Land gelingen soll. Balingen halte der mit 95,5% wiedergewählte Landesvorsitzende Michael Theurer für einen geeigneten Ort, um den Landesparteitag abzuhalten. Balingen, so heißt es auf der Homepage, steht für Familienfreundlichkeit und Bildung, für Kultur und Sport, für eine attraktive Innenstadt und für pures Einkaufsvergnügen. Das passt doch zu uns, denn wir stehen für weltbeste Bildung, für Vorankommen durch eigene Leistung, für einen unkomplizierten Staat. Wir stehen für Freiheit und Demokratie weltweit. Wir stehen für eine Politik, die rechnen kann. Und wir wollen Selbstbestimmung in allen Lebenslagen. Kurzum, meine Damen und Herren, wir, die Freien Demokraten, stehen für mehr Chancen durch mehr Freiheit. Mit der Initiative Blaues Wachstum, der intelligenten Verknüpfung von Ökonomie und Ökologie, wolle die Partei jetzt gegen die Verbots- und Verzichtsideologie von Grün-Rot vorgehen. Die Herausforderungen der Zukunft sind lösbar, allerdings nicht durch Umverteilung, nicht durch Verbote, nicht durch Gängelung, nicht durch die unsägliche Landesbauordnung, die Efeu an den Fassaden vorschreibt und die Überdeckelung und Überdachung von Fahrradständern, sondern durch Freiräume, durch Freiheit, durch Kreativität, durch Fleiß, durch Erfindergeist. Die FDP wolle diese Lebensquellen stärken und die südwestdeutschen Tugenden betonen. Auch die Sicherheitspolitik im Land wolle die FDP verbessern. So habe die Partei bereits ein Konzept für mehr Polizeibeamten vorgelegt. 1000 zusätzliche Polizeibeamte für Baden-Württemberg, das ist unsere Antwort auf die Angstmache der Konservativen. Wir brauchen keine Polizeireform wie Grün-Rot. Wir brauchen keine Immobilienausgaben, das Geld in Gebäude stecken. Wir brauchen das Geld dort, wo die Bürgerinnen und Bürger die Polizei erwarten. Auf der Straße, mit den Streifen, im ländlichen Raum, bei den Menschen, meine Damen und Herren. Die zentrale Zukunftsaufgabe sehe Theurer aber im Ausbau des Breitbandnetzes. Als wirtschaftliche Gartenzwerge bezeichnete er Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Grünen, die alles im Land ablehnen würden, was Moderne ausmachen würde, etwa Raumfahrt oder Gentechnik. Theurer könne aber auch nicht alle Äußerungen der CDU gutheißen, wie deren Ablehnung der Homo-Ehe. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Entscheidende in der Familie und beim Wohl des Kindes, die Zuwendung der Eltern zum Kind, die Liebe der Menschen zueinander und die Verantwortung füreinander ist und nicht das Geschlecht, meine Damen und Herren. Die FDP wolle den Menschen im Land nicht vorschreiben, in welcher Form sie zusammenleben dürften. Stattdessen wolle die Partei gegen die diskutierte Vorratsdatenspeicherung und für Freiheit der Bürger kämpfen und so im März 2016 gestärkt zurück in den Landtag kommen.